So, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Altes Life. Teacher, kannst du das bitte kurz alles erklären, weil ich wieder am Fliegen bin? Ja, wie soll ich sagen, in der letzten Folge, das war die letzte Folge, haben wir ja ein Polizeiheli geklaut, geknackt, sage ich mal so. Das war ja meine Wenigkeit, bis hier geknackt hat. Und jetzt wollen wir eine Geisel und wir haben was echt Cooles vor und ich hoffe, dass wir das jetzt auch hinkriegen. Vor uns fährt Mrs. Winchester. Und ja, es ist wirklich eine Mrs. Sie hält! Ich bin an der Seite. Mein Mädchen! Ich liebe sie! Das ist mein Mädchen! Okay. Ihr bereitet euch vor. Das ist Polizei mit dem Start. Ja, der Tom ist doch da. Komm, der Tom wird da mitmachen. Das wird halt schön. Das wird schön, Tim. Ich spüre es. Okay, Leute. Zwei Stück. Eine Waffe, oder? Nein. Und jetzt. Achtung, aussteigen. Geht hin, bitte. Einen wunderschönen Tag. Ganz genau, wir wollen Mrs. Winchester nicht wegfahren. So ist er, nicht mein. Steigt bitte aus, ihr wisst ganz genau, was wir wollen. Nicht wegfahren, sonst werden wir euch erschießen. Stopp, nur die Reifen. Hab ich doch gemacht. Ja. Alles cool. Alter. Oh, Alter, ich konnte sie nicht rausziehen. Hilfe, ich hab Angst. Frau Winchester, tun Sie die Waffe wegpacken. So. Nachdem ihr hier noch nicht so die ganzen Spielregeln verstanden habt, sondern meint, wenn wir eine Kontrolle machen, dass ihr einfach abhauen könnt, müssen wir euch nochmal die Spielregeln erklären. Frau Winchester wird jetzt festgenommen von Frau Blackheavy. Herr Geoffrey, hallo, erstmal. Und ob euer Auto kaputt sein musste, hallo. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja so nett, wir werden das natürlich reparieren. Kommt drauf an, ob ihr jetzt mitspielt oder nicht. Sollen wir jetzt machen, was von gestern? Ja, machen wir das. Was war denn gestern? Achtung, ich mach's mal. Okay, wisst ihr, warum wir euch angehalten haben? Ich hab ein Déjà-vu. Ich glaube, ich auch. Herr Geoffrey, ich kann schon mal zu Ihnen sagen, Sie haben Glück, denn Ihnen wird rein gar nichts hier passieren. Sie werden gleich wieder freigelassen, wenn Ihre Kiste repariert ist. Können dann ins Auto einsteigen und einfach wegfahren. Cop. Cop ist ein Cop, oder? Ja, Cop ist ein Cop. Ja, soll ich der Polizei mal schreiben? Wir haben einen heißen. Ja. Boah, der ist weg gerade. Ja, Frau Winchester, wir müssen Sie leider festnehmen und auch mitnehmen. Deshalb, ich werde Sie mitnehmen. Alles weiter erklären wir Ihnen auf dem Weg. Wir sind hier zu heiß, wenn wir hier weiter rumstehen. Aber ich muss noch Geld verdienen. Ich oh Gott. Wie kannst du den wieder freilassen? Den Geoffrey. Alleine. Den Geoffrey kannst du gleich freilassen. So, Frau Winchester sitzt jetzt im Wagen, im Flieger. Wir fliegen gleich mal woanders hin, wo wir besser mit der verhandeln können. Irgendwo ins Gebirge hier. Wo man total. You were moved. Du musst nochmal niederknüppeln und dann kannst du freilassen, so wie du festgenommen hast auch. Geoffrey? Wie geht das nochmal? Haben Sie ein Toolkit dabei? Ich hab's schon repariert. Ist hier irgendwo ein Militärgebiet in der Luft oder so? Keine Ahnung, ja, ich nehme mal. Ich mal gleich hin. Warte, geh mal weg, ich mach das schon. Sag doch mal. Steuerung C, glaube ich. Müsstest du ihn freilassen können. Nee, ich meine ihn niederknüppeln. Steuerung G. Ich hab geschrieben, wir haben jemand ganz Wichtiges gefunden, gefangen, wenn ihr. Scheiße. Ja. Nein, Frau Winchester, wir werden Ihnen gleich alles weitere erklären, wenn wir uns hier aus diesem Gebiet hier verzogen haben. Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die Polizei ist hier in dem Gebiet der Nähe. Es geht nicht, mach du mal. Könnt ihr den nicht freilassen, sonst mach ich das. Kann nicht. Nee, geht wirklich nicht. Geoffrey, sind Sie da? Doch, der wurde gerade freigelassen. Shift V. Hab ich gemacht? Hat nicht geklappt? Wenn Sie auf V drücken, sind Sie, glaube ich, frei. Ja. Gut, dann können wir ja weiter.
Okay. Ja, ist wieder frei. Alle einsteigen. Als Codepilot. Ja, was machen wir jetzt? Wohin? Warte mal. Nach Kavala? Herr Joffrey! Ah. Herr Joffrey! Ich habe Ihnen mal zwei Donuts auf den Schreck gegeben. Essen Sie die ganz in Ruhe. Es wird Ihnen nichts passieren und Ihrer... Darf ich Freundin sagen? Ist das richtig? Ja, Herr Joffrey. Er spricht nicht, ne? Wo sollen wir denn hin? Erstmal weg hier. Sie? Der hat irgendwas gesagt. Egal, warte. Mr. Frank hat geschrieben, hallo, um welche Person handelt es sich? Ich kann den kleinen Joffrey doch nicht hier stehen lassen. Flachwitz, Joffrey hat vielleicht einen kleinen, aber er selber sah nicht sehr klein aus. Okay. Okay, sag, wir haben... Backfuhrschub. Sag, Frau... Wir haben Frau Rittler festgenommen. Sag einfach nur das. Einfach nur, wir wollen einfach gucken, ob die drauf eingehen. Wir fliegen jetzt ins Gebirge und verstecken uns da. Bevor wir nach Kavala gehen, gehen wir erst ins Gebirge. Vergesst nicht essen und zu trinken. Ich hab keinen Trinken mehr. Ja, weil ich hab genügend dabei. Ich hab's nicht. Ich hab Red Bull, macht das auch. Stillt das den Fuß? Leute? Wir haben einen Polizeihelikopter, der an uns klebt. Ah, okay. Tom, dein Geländenamen wurde von der Polizei geschlagen. Fleischi hat Toms Geländewagen geschlagen. Wo sind wir denn jetzt? Was haben die gesagt? Okay. So. Wie sicher bist du dir, dass das ACAD ist, der gerade kommt? Ich hab's nicht gesehen. Da steht ACAD. Der hat das ACAD. Ja, stimmt. Holst du sie raus? So. Ins Haus oder so, ne? Also Mrs. Rittler, Sie also wissen, wie das hier läuft. Nein, das weiß sie doch noch gar nicht. Wenn sie mitspielen. Wenn sie mitspielen. Das weiß sie doch noch gar nicht. Du hast doch irgendwas gesagt, was sie gar nicht weiß. Oh. Ihr tut ins Haus, oder? Ich dachte, du hast sie schon. Hab die Tür aufgemacht. So, Frau Winchester. Ich glaube, Sie sind sich im Klaren darüber, warum wir Sie festgenommen haben, warum wir kein Geld von Ihnen haben wollten und warum Sie trotzdem noch am Leben sind, oder? Geht es der Geisel gut und welche Forderungen haben Sie im Detail? Ich wollte nur Essen kaufen für meinen kleinen Neffen. Ich bin natürlich interessiert in Ihrer Geschichte. Wie heißt denn Ihr kleiner Neffe? Joffrey. Kleine, der jetzt ganz alleine dort hängt und weint. Der muss wahrscheinlich einfach mal ins kalte Wasser geworfen werden. Viel zu klein dafür. Okay, Frau Winchester, jetzt können wir einfach mal die Maske abnehmen. Und jetzt möchte ich mal die harte Gangsterbraut sehen, die sie doch eigentlich in Wirklichkeit sind, oder? Weil Mrs. Winchester, das ist ein Name, der klingt sehr toll und auch verbreitet mit Sicherheit Romantik in den Augen mancher Männer. Aber was sich hinter ihrer Fassade versteckt, das wissen wir beide. Soll ich Ihren Namen aussprechen oder sagen Sie es mir? Ich weiß von nichts. Wovon reden Sie? Sie verwirren mich. Ich wollte doch nur einen Donut holen. Hey Black Kiwi, weißt du Ihren Namen? Ich weiß ganz genau Ihren Namen. Chrissa, weißt du Ihren Namen? Ich weiß auch ganz genau Ihren Namen. Weißt du es wirklich? John Lord, wo bist du eigentlich? Im Gebüsch? Ja, neben euch. Vögel, yeah. Vögel, yeah. Achso, da ist er. Hä, war irgendwie gar nicht zu sehen gewesen. Weißt du Ihren Namen? Na, aber sicher, aber sicher. Was kommt da, Leute? Heli. Was für ein Heli? Warte, bleib mal locker. Ein Polizist. Ja? Ich denke mal, ein Hellcat hat doch Polizei. Flo mit der Hellcat, ja. Okay. Weiter. Riddler Connecting. Perfekt. Frau Winchester,
Wir machen jetzt Folgendes. Ja. Ich weiß, Sie haben sich getrennt von jemandem in Ihrem Leben. Aber wir haben diese Person auch wieder ausfindig gemacht. Schreibt Dennis an. Wir müssen sie nochmal mitnehmen. Aber ich sehe ihn hier nicht mehr. Ich bin verwirrt. Wir auch. Wir sind auch verwirrt. Bringen Sie mich zu meinen Neffen. Wo sitzt sie denn jetzt? Sie sitzt draußen jetzt hier. Ja, ich sehe meine Mutter irgendwie nicht. Warum hat die eine Waffe? Die hat eine Waffe. Hat die eine PDW? Keine Ahnung, ja. Die hat eine Waffe, Mann. Ja, ja, die hatte wohl eine. Deswegen bin ich schon abgehauen. Ich hab Angst, hab ich doch versteckt hinterm Auto. Du hast dich versteckt, so gut, ey. Ja, die wollten losfahren. Den kannst du doch nicht anschreiben. Okay. Die müssen Dennis schon haben. So, das ist hier spontan hier. Ja, wir werden Ihnen gleich weitere Instruktionen mitteilen. Sie wollten gerade nicht mit uns mitspielen. Sie wollten sich nicht selber outen. Und bevor wir das machen, bringen wir Sie in eine Situation, wo Sie sich nur noch outen können. Wir fliegen Richtung Selancano. Hä? Sagt, wo er soll uns sagen. Selancano. Ist er in Selancano? Nein, wieso gehen wir dann nach Selancano? Weil das sichere Gebiet gerade für uns ist. Aber wir wollen doch ihn, sie abgeben und. Ja, dann sag, ich muss wissen, wo er ist. Bist du? Wir haben seine Frau erschallt. Ja. Jetzt ist auch dein Zivilist. Geil. Wo bist du? Wir haben deine Frau. Schreiben wir gerade Dennis alias Silvitter. Oh Mann, das wird jetzt hardcore. Das kann eine lange Folge werden. Denn es kann. Ja. Vor allem, ich muss wegen der Polizei einfach nur aufpassen. Also, falls für einige gerade zu langweilig ist beim Zugucken, das ist alles komplett ungeplant gerade. Und passiert komplett spontan. Ja. Wo hat Dennis geschrieben? Denn nicht, warte mal. Ich hab nur geschrieben, wo bist du? Wir haben deine Frau. Jetzt warte mal zur Antwort. Sehr schön. Dann können wir die Folge Mr. und Mrs. Rückmeldung. Ja, die hat dann in einem Wochen. Wir brauchen eine Rückmeldung von ihm. Schreib ihm nochmal. Wie fahren Sie der Polizei aus? Ich will aber, dass sie sich outet bei ihm. Dass er sie outet. Brittler getrennt. Echt? Ja, immer stimmt. Ja. Scheiße. Ja, dann mach weiter. Ja, du überspringst mal die Geschichte gerade mal, würde ich sagen. Die weiß ja noch nicht. Wir treffen uns mit der Polizei. Die Brittler kommt jetzt wieder rein. Wo sollen wir denn uns mit der Polizei? Wir gehen nach Zumaku. Wir machen die komplette Konfrontation. Hat. Ja. Aber du fliegst ganz anders. Richtig, ich will Ritter abholen. Was, er kommt? Ich schreib ihn nochmal an. Ja. Kannst du nicht mich irgendwie mal schreiben? Der In Real Life, dass wir einfach so wissen, wo er hin soll. Er macht ja aber sowas mit, es geht ja auch ein bisschen darum. Wie hat das jetzt entstehen, ey? Vor allem in einem Polizeiheli, ja? Das vergisst man ja noch. Den wir ungefähr hier uns erbeutet haben. Trotz Tüten befinden sie unterm Sitz. Kann man denn alte Nachrichten? Kann man nicht. Dennis schon im Game? Ich guck mal. Nee, noch nicht. Nein. Es kann sein, dass du erraten hast. Online auf Facebook. Antworte mir, Dennis! Reg mich nicht um! Ich bin eh aggressiv.
es doch sehen. Er ist noch nicht drin. Nee, das ist noch die Sandor. Schreib ihm doch mal, dass er, wenn er nach Zelankano kommen soll. Bitte John in Zelankano schreiben lassen. Das wäre jetzt perfekt gerade. Oh, ich hab doch geschrieben. Join in Zelankano. Zelankano, nicht Zelan. Jetzt ist er dort. Zumindest. Wird's hier angezeigt, der Player. Wie gesagt, der Blitz ist er auf jeden Fall jetzt. Schreibe jetzt auch in dem, wir holen dich in Zelakan ab. Ja. Garage. Hängt's bei mir gerade? Oh je, du verlierst die Verbindung. Die Verbindung. Ich bin gerade in Zelakan, können wir dich da mitnehmen. Aber kann er hier auch joinen? Klar, ja, ist Rebell. Ach, hat er schon okay. Generell ne? Jeder kann da joinen. Gott, ey, einmal drei funktioniert nicht mehr. Durch die Schatten? Kann dann nur Dennis sein. Komm wieder. Dennis, wir sind gerade bei der Aufnahme und du schreibst. Da kommt er! Zieht ihr mal bitte die Frau raus. So, wie geht das? Ist er doch, oder? The Riddler, ja. Perfekt! Habt ihr sie rausgenommen? Connector. Ja, da liegt sie doch. The Riddler. Also er kann nicht so laut reden. Mach mal lauter, er kann nicht laut reden. Es ist schön, eine Legende mal zu treffen. Runter. The Riddler. Wir brauchen dich mal. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Dann zeig mal her. Was hat er gesagt? Dann zeig mal her. So. Riddler, bleib mal kurz stehen, bitte. Die haben das gleiche an, ne? Wir alle wissen, wer du bist, wie groß du bist, was für eine Legende du bist. Wir alle kennen deine Eskapaden, deine Frauengeschichten, deine gesamten Familien, die du gezeugt hast und sonst was. Dir gegenüber steht Mrs. Winchester. Erkennst du Mrs. Winchester irgendwoher? Romantisch. Warum hast du mich damals verlassen? Was? Ich liebe diesen Jungen. Betrogen, du Arsch. Was sagt er? Warum bist du nicht tot? Donny? Was suchst du hier? Ist das dein Ernst, Donny? Das ist mein Ernst. Sie kann froh sein, dass sie eine Kugel nicht verpasst bekommen hat. Ich weiß, du Wettler, und aus Respekt vor dir. Aus all meiner Liebe, die ich irgendwo in meinem kleinen Herzen dann doch für dich empfinde, habe ich gedacht, bevor ich sie der Polizei ausliefer, zeige ich sie noch einmal dir. Ich enthülle, das ist eine von The Riddlers Ex-Frauen. Und zwar keine gute. Ich glaube, ich muss, bevor sie irgendwas erzählen möchte bei der Polizei, glaube ich, nehme ich euch sie ab und werde sie hinrichten. The Riddler. Nimm die Waffe runter. Das hatten wir schon mal. Nimm mal du die Waffe runter. Nein, nicht, sag ihm sowas nicht, der schießt sofort. Ja, wirklich. Der schießt sofort. The Riddler, ich habe folgenden Vorschlag.
eine Ware, ein Paket zu haben, das so viel wert ist. Wo gehst du eigentlich hin, The Riddler? Ich glaube, der leckt gerade. Der steht eigentlich bei uns. Ja, wahrscheinlich. Ich bin hier, mein Freund. Ich bin immer noch am Heli. Leckt wahrscheinlich. Okay, The Riddler, also ich verstehe deine Wut und auch wiederum da aus Respekt denke ich, dass nur du diese Entscheidung treffen über Leben und Tod bei Mrs. Winchester könntest. Aber jetzt haben wir so viel Zeit investiert, wir haben sie praktisch mehrere Wochen und Tage lang ausspioniert und sie irgendwann identifiziert. Wir würden gerne Profit aus dem Ganzen schlagen. Wir haben schon die Polizei angeschrieben, dass wir ein ganz heißes Paket haben. Sie wissen aktuell nicht, um wen es geht. Möchte ich aber dabei sein. Ja. Ich möchte, dass wir zur Polizei fliegen, du sie identifizierst, wir Geld dafür kassieren und dann sage ich mal so, noch bevor sie in den Händen von der Polizei ist, kann von mir aus gerne passieren, was dein Wille ist. Ja, ich würde gerne aber, dass sie nicht redet und deshalb würde ich sie gerne vor den Polizisten erschießen. Genau das war der Plan, Riddler. Wir kriegen das Geld, du erschießt sie, wir fliegen. Irgendwohin. In den Sonnenuntergang. Ich möchte genau vor dem HQ mit dir stehen. Und genau. Vor dem HQ erschießen. Genau das werden wir jetzt machen. Ist das für dich in Ordnung? Ich habe bis heute nicht geredet, warum sollte ich dich jetzt... Ich habe dich bis heute gedeckt, du wurdest nicht erwischt. Bist du mir schuldig? Ich wäre froh, dass ich die Kakerlake rüberhauen kann. Das hätte ich schon längst getan. Das hast du damals schon nicht geschafft, dass du das heute auch nicht schaffst. Ach, ruhig weiter. Unter deiner Mütze. Okay, Donny, lass uns das machen. Auf einmal werde ich aktiv sein. Okay, dann fliegen wir jetzt zum HQ nach Kavala. Das Team von mir wird die Polizei informieren und wir werden mit der Polizei arbeiten. Und du kriegst das, was dein Herz begehrt, Riddler. Warte mal, jetzt kommt gleich der Megaspruch. Alle einsteigen? Ja. Wir können dann der Polizei auch ihren Helikopter wiedergeben. Wurde nur für diese Operation ausgeliehen. Ich würde vorschlagen, die alte gute Riddlerart und auf dem Krankenhaus stellen und sie dort zu. Willst du nicht vorschlagen, dass wir eben kurz zum HQ fliegen, direkt vor den Toren? Das wäre eine gute Idee, aber die Polizisten hier in der IT sind auch gerade nicht so freundlich. Und hey, da schießt auf jeden Fall schneller als manch andere. Also laden wir die Polizei zum Krankenhaus ein. Die werden schon vorher da sein, denke ich mal. Das ist doch mal geil, also. Wenn das hier, das hat ja einiges gerade wieder gut gemacht. Also Hospital. Auf dem Dach. Okay, Frau Ex-Riddler. Wir fliegen jetzt und bringen sie dahin, wo sie hingehören. Ins Krankenhaus. Genau. Chrisa nochmal muten jetzt. Chrisa, wo ist er denn? Der letzte, der zu. Ah, den. Jemand muss dir ganz schnell was zu trinken geben, sonst bin ich tot. Wem? Ja.
Geil, ey. Danke.